Mein Name ist Lars und da draußen gibt es richtig geile Short-Movies. Ja? Ja, wir gucken uns mal 3 Horror-Clips an und dann schauen wir mal, welcher der beste ist, oder? Ab geht die Luzi! Home-Movies. Oh, alte Tapes. Das kenne ich auch noch. Ein Walkman. Camcorder. Boah, die Dinger haben einfach 5 Kilo gewogen. Aber ich bin jetzt leise. Psst. Hannah, tell Mommy what you're eating. How much food I'm you eat? I'm eating chicken nuggets and some stinky Hannah? Yogurt. What'd you eat other than chicken nuggets? I said yogurt. No, not yogurt. Blah, blah, blah. The bones. And the flesh. Stopp! Diese Videos sind so cool. Von mir gibt es auch noch solche Videos als richtiger Stöpsel. Vielleicht zeige ich euch die mal irgendwann. Aber heute wird ja einfach jedes Leben auf Instagram gevloggt quasi. Furchtbar irgendwie. Also es macht alles noch unbedeutsamer, als so in Familienmomenten diesen Camcorder drauf zu halten. Die Tür. Die Tür. Ist das die Tür da hinten? Ich wollte gerade sagen, das ist die Tür, ne? Was ist die Tür? Richtig gut gelaunt. Oh, da steht jemand. Das habe ich nicht gesehen. Und dann ist das die Tür. Oh Gott, ey, meine Nackenhaare. Uah. Aber wie gut. Creepy Oma. Ich glaube Oma. Oh no. Das hat ja was von Paranormal Activity. Es kommt. Show one to the camera, Han. Let's see. It's like I flipped. Flip on the hand. Oh, look at this treasure trove. Einfach raus, Tür zu, abfackeln. Ganz ehrlich, egal wer es ist. Zurückgespult, okay. Ich glaube, die Oma kann die Zeit zurückdrehen. Oder der Camcorder, aber... Die Oma! Ist das creepy? Ist das creepy, wenn es auf dich zukommt, ohne dass du hingucken kannst? Ist das creepy? Ich hätte ja direkt was in die Richtung geschmissen, ne? Um zu gucken, ob die das überhaupt tangiert. Oh ne, das wird jetzt... Nein, nicht, wenn du da durchguckst, ist direkt vor dir.
Oh, nicht, nicht. Das ist so richtig close-up. Hannah, where are you going? Okay, ein Film von Dylan Clark mit Hannah Clark. Sehr cool. Sehr cool. Und das sind genauso Sachen, wo ich sage, die sind auf YouTube echt Gold wert im Vergleich zu, was man alles an Schrott findet und Beef und keine Ahnung. Sehr, sehr cool gemacht. Kennt ihr Where's Waldo? Dieses Spiel, wo du so einen komischen Typen im Bild finden musst. Das ist so ein bisschen so, der kann sich überall verstecken. So ein Junge in Fischerklamotte oder so. Ich habe auch noch nie Waldo gesucht. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Aber wir gucken jetzt, Where's Waldo? Ja, find da mal Waldo. Da sind überhaupt nicht viele Menschen. Natürlich, ich habe nichts Besseres zu tun, als Where's Waldo zu machen, während ich alleine abends daheim sitze. Dann erstmal schöne Runde Call of Duty oder so. Oh, guck mal da hinten, es sieht aus, als wäre da ein Gesicht, ne? So gut, meine Nackenhaare stehen schon voll. Die Musik lässt so richtig Horror-Action erwarten irgendwie. Gesehen? Der war da oben. Der war unter der Decke. Also, da war etwas. Ich vermute Waldo, weil es heißt, Where's Waldo, aber... Weil der Gummimann... Ich mag die Einrichtung. Es wirkt so wirklich belebt und nicht wie so ein Filmset. Oh wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der ist ja in jedem Shot, ne? Wer hat denn Räume daheim, wo es keine Lampe gibt? Das ist der wahre Horror hier. War dieses, jemand ist in deinem Haus, ohne dass du es weißt. Diese Vorstellung ist so creepy. Das ist Waldo hier vorne. Ich dachte, es wäre er. Und warum sieht er aus wie Harry Potter?
Okay, er ist im Waldo Haus. Ich kann so schnell gar nicht gucken. Hör doch mal auf mit dem Zoom. Ah, da. Ja. Alex Bales. Okay. Meine Armhaare feiern eine Demo. Aber es ist so simpel, doch mit der Musik, vor allem die Musik, die hat richtig gebracht. Und auch das Lightning, das war super. Also das Licht die ganze Zeit, das war immer on point. Immer. Sehr cool. Aber ich hatte auch mal sowas. Und zwar habe ich gebabysittet und auf meine Nichten aufgepasst. Und ihr müsst euch vorstellen, ich saß im Wohnzimmer auf der Couch und hinten rechts ging es in den Flur. Aber man konnte von der Couch nicht in den Flur reingucken, ne? Und meine Schwester hatte Hunde oder hat schon immer Hunde. Und einer der Hunde ist auf einmal aufgestanden, während ich irgendwie so um 22 Uhr, es hat so ein bisschen geregnet, ne, gewittert, also gestürmt so. Und auf einmal steht der Hund auf und stellt sich so, dass so gerade in den Flur reinguckt. Also ist nicht in den Flur gegangen, hat sich so davor gestellt, da so reingeguckt. Und dann gingen dem die Haare hoch und er fing an zu knurren. Und ich dachte, fuck it. Ist jetzt jemand hier eingebrochen oder was? Warum? Hund, was geht? Und ey, der Stift hat den Bahnhof verlassen. Ja, das, ich hab mir so in die Hosen gemacht. Dann habe ich halt so vorsichtig geguckt, mir nichts gesehen. Und als ich dann aufgestanden bin und geguckt habe, hat der Hund sich auch beruhigt, mich so angeguckt und ist so, was hier los? Ja, so wie Hunde halt so sind. Aber auf einmal knallt es voll laut. Und ich denke so, fuck. Ist da echt wer eingebrochen oder so? Weil, kann ja nicht sein. So, der Hund dreht durch, es knallt, ne? Als würde jemand abhauen, Tür zugeschlagen oder so. Aber wir gehen so gucken und es knallt wieder und wieder. Und wir machen uns gegenseitig alle immer nervöser, ne? Die Hunde, mich, ich, die Hunde. Alles ist total angespannt. Und dann stellen wir fest, in der Küche war das Fenster auf Kipp und das Rollo nicht ganz runter gemacht. Dementsprechend hat der Wind das Rollo immer hoch und runter gescheppert. Und das war das, was so geknallt hat. Und das Ganze hat 2 Minuten gedauert vielleicht. Es kam mir vor wie eine halbe Stunde. Es war so schlimm. So schlimm. Aber nicht so schlimm wie unser nächstes Video. Lodestone Films present. Wasser. Eine Frau. Noch mehr Wasser. Was soll dieses Wasser? Ach du Scheiße. Ist das ein weirder Place oder sieht so irgendwie ein Wasserdamm oder so aus? Wegen dem Wasser. Thank you.
Okay. Aber... Also erstmal frage ich mich, wie ist sie da hingekommen? Ich wollte sagen, ich glaube, das Bein ist der Grund, warum du da noch hängst. Ich glaube, die kann sich nicht richtig bewegen. Also, so ein bisschen taub oder so. Ich glaube, ich will versuchen, mich zu drehen, um meinen ganzen Körper an den Punkt zu kriegen, wo es am wenigsten bergab geht, ne? So. Also ich glaube, wenn es dir gesund geht, kannst du da verhältnismäßig gut stehen oder sonstiges, aber die ist ja völlig im Arsch. Vor allem das Blut, ne? Das ist richtig schön rutschig. Tut beim Zusehen weh. Oh. Au. Trockenwischen. Die Frage ist, was machst du? Bleibst du da sitzen, bis irgendjemand kommt? Sie ist nicht die Erste, ne? Also da scheint es jemand irgendwie geil zu finden, zuzusehen, wie Leute so verzweifelt um ihr Leben kämpfen oder so. Erinnert mich ein bisschen an den Film, wo der Typ in Afghanistan lebendig begraben wurde. Oh oh. Ja. Das Blut hat sie gekillt. Schön abgeschmiert. Diese Fingernägel. Ich
Aber die Hände waren doch eben noch nicht da, oder? Jetzt siehst du schon den Kampfgeist, den so... Nicht mit mir. Und Kampfgeist wieder weg. Oh, es fängt an zu regnen. Du bist so am Arsch. Und alles ist weg. Das Blut, alles abgewaschen. Alles sieht wieder aus, als wäre nichts gewesen. Oh, damn. Vielleicht an die Wand. Dann hättest du noch so die Wand, wo du auch noch so Reibung hast. Eine Idee. Oh, come on, ich hätte sie gegönnt. Written and directed by Tim Egan. Ich möchte ganz kurz nochmal, ich wollte nicht mittendrin stoppen und reingrätschen. Ich will nochmal gucken, wo war dieser Shot? Hier. Wenn man bedenkt, dass die irgendwo in so einem Greenscreen-Raum liegt, auf so einer Pappmaché-Welle, ja, die quasi den Untergrund simulieren soll. Es ist ja unheimlich gut geschauspielert. Von wo sie den Kampfgeist gefunden hat, zu da hat sie jetzt aufgegeben. Und also ehrlich, ich weiß nicht, wer sie ist, aber unheimlich gut gemacht. Also als Schauspielerin hat von mir den Shortfilm-Oscar verdient, finde ich. Das waren sie, die drei Kurzfilme. Wenn ihr mehr Kurzfilme sehen wollt, wir können natürlich auch lustige nehmen, andere nehmen, kurze Kurzfilme, ja, und so. Schreibt mir in die Kommentare, abonniert und liked das Video. Wir streamen jeden Freitag um 20 Uhr und auch heute, Dienstag, den 20.02. 20 Uhr.